später noch sind. Denke ich. Ja. Wollte gar nicht. Wäre schön, wenn uns die Bücher auch mal was bringen würden, die wir hier finden. Schritte. Psst. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen. Und starre zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern. Und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Tolle Wachen. Mal die Kleider zurechtgerückt. Das war nah dran. Mhm. Ja, ja. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Ich hab schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Was bei ihr? Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Droiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere... Sie sind lebendig. Yen, pass auf! Monster. Ich kann sie spüren. Sie kommen höher. Ja. Sie sind überall. Sind hier so krass hier alle. Seltsam. Riecht es nach Pilzen? Nein,
Wenn du für mich richtest, mach süßen mit Aas, was in der Sonne trocknet. Eines weniger. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissachs Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Okay. Könnten wir diesen kleinen Vorfall für uns behalten? Natürlich. Die Tür ist auf. Wir gehen weiter, sobald du deine Jagdtrophäen eingesammelt hast. Lass uns reingehen, Geralt. Es könnte unserer Reputation schaden, wenn das irgendwie... Ja, ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns... Ein Brief mit Moissachs Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir. Diese dreiste Manipulantin. Offenbar führt Moissach hier echten die Tabak. Die wunderbare ein. Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Ach, was sagt man da? Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad. Von Saschas Werkischer Dreifachmet. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Ich würde es trotzdem rausziehen. Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht... Für Onkel Moissach. Eine Schnitzerei der kleinen Ziege. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Sieht aus, als würde Moissach etwas in die Hand der Statue legen. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Moissach liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig Moissachs und weiblich. Stark. Er gehört zu den wenigen Druiden, die einen benutzen. Ein Kinderschädel? Sieh dir das an. Geralt, komm her. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Doch, wie weit bist du denn hier rufen? Oh. Endlich! Okay. Wir haben sie! Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Was? Der ist natürlich auch gut, oder? Brenner gelernt. Eine Falle. Scheiße. Geralt,
Hast du das gehört? Gerochen. Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus. Schnell. Was immer dir einfällt. Halt dich an mir fest. Ich habe ein Loch in mein Kleid gerissen. Warte kurz, ich muss es stopfen. Du weißt, wie man näht? Ich bitte dich. Ich werde eine Nadel verzaubern. Warte. Worauf? Wir müssen mit Krach sprechen. Warum? Glaubst du, er vermisst uns? Denn ich habe dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Wann wirst du dieses Stück Müll endlich verbrennen? Mein Herz würde es nicht verkraften. So viele Erinnerungen. Verdammt, Geralt. Hast du eine Ahnung, wie viel die kosten? Komm her. Wir müssen uns beeilen. Krach wartet schon. Ach, wirklich? Dieses Einhorn, ey, wirklich. Jen, lass die Mähne los. Ich kenn dich doch. Ich lass los und du wirfst uns ab. Lass es bleiben. Meine Güte. Ich habe dich vermisst. Hab dich auch vermisst. Wir sollten zurück zum Fest. Ich muss mich anziehen. Dreh dich um. Als ob das jetzt noch einen Unterschied machen würde. Jetzt sind sie alle betrunken wahrscheinlich. So lange, wie das gedauert hat. Krach an Kret hat nach euch gefragt. Wir waren draußen, für ein wenig frische Luft. Gut, schön, dass ihr zurück seid. Die Thronanwärter werden gleich vortreten. Naja, haben wir ja nicht verpasst. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier! Wir haben viele solcher Männer! Ach, ich glaube, ich würde mich aufs Skellige wohlfühlen. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Skelliges Thron zu besteigen! Ich
Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Der kleine Holzmesser dazwischen. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Jetzt bin ich schon müde. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Die magische Anomalie auf Art Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung. Aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe. Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen. Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Yennefer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werde es herausfinden, sobald Moissac meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Art Skellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Okay. War da nicht irgendwas mit irgendeiner Höhle? Wo wir da so ein Meisterhandwerksquatsch finden mussten? Riesen, die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Okay. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Art Skellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt.
Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest den Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die: Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher eine Nilfgaarde auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Okay. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Ardskellig ist. Ich mach mich reisefertig und komm dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Haben wir jetzt sehr viele Sachen gekriegt. Ich würde erstmal gucken. Okay, also 17. Fliegende Fäuse. Okay, das ist ab 30. Familienklinge. Der Herr von Undvik. Okay, das ist Stufe 17. Liebling der Götter ist auch 17. Okay, das geht eigentlich. Das sollten wir hinkriegen. Schon Hexeraufträge? Ja, haben wir auch. Okay, also können wir uns in Skellige tatsächlich ein bisschen austoben, denke ich. Okay, und hier haben wir auch noch Schatzsuchenden. Okay. Na, mal gucken. Also wir können uns hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen austoben. Das Brustpanzer mit Hilfe der Hexersinne. Finde das Schema zur Verwendung der Silberschwerts mit Hilfe deiner Hexersinne. Ah, okay. Echo der Vergangenheit, der Wolfsschulenausrüstung Teil 5. Okay. Hä? Nee, achso. Das war die Dings. Da fänden wir, okay. Okay. Naja, dann würde ich sagen, dann helfen wir erstmal den beiden Kindern. Und dann sehen wir weiter. Ach hier, guck, Gwind können wir auch noch spielen. Moissac hat auch noch eine einzigartige Karte. Und fliegende Fäuste haben wir auch noch. Uiuiui, na gut. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir erstmal ein paar Stufen aufsteigen hier. Bevor wir uns da anfangen zu kloppen. Ja, gucken wir erstmal hier die. Unterstützen wir erstmal die Frau. Gucken wir mal. Pass bloß auf, Fremder. Okay, läuft bei dir. Jo. Achso, guck mal, da ist auch noch so ein Fragezeichen. Okay. Was sind alter Falter, sind da einige Fragezeichen hier. Jo, die müssen wir dann auch mal alle abfahren anscheinend. Mal gucken. Das solltet man machen. Dann haben wir ja einiges. Sonst kriegst du es mit mir zu tun.
So, und dank dem komischen... Oh, hier ist noch ein Rüstungsschmied. Ich würde erstmal zu dem Rüstungsschmied gehen wollen. Morgen wir brauchen noch einen Waffenschmied, das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Was ist das? Hallo. Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. Hallo. Was verhökerst du? Alter Falter. 1700 hat er. Nicht schlecht. Panikstufe, Ausdauer. Okay. Schick, schick. Achso, wir haben ja immer noch diese komische Rüstung an hier. Was kriegen wir denn hier für 371? Kann ja erstmal alles wegkloppen hier. Die ganzen kleinen Sachen. Platz. Das kann man bei dem Rüstungstypen, glaube ich, verkaufen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Wodurch haben wir denn so viel Gewicht, bitte? Das nimmt ja auch hier kein Gewicht weg. Nee. Die Trophäe nimmt noch Gewicht weg. Okay, die ganzen Bücher hier, oder was? Was verhökerst du? Handwerk. Yeah. So. Oh, der spielt auch Karten. Sehr schön. Ich habe Lust auf eine Partie Gwent. Na dann spielen wir erstmal Gwent gegen die alle hier. Okay, der spielt Scoia'tael. Ich glaube, da brauchen wir das nicht. So, für den noch? Ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Oh. Ist das Rittersprung? Ja. Fernkampf. Okay. Nice. Das sieht doch gut aus. Nicht gut. Was machen wir denn da? Machen wir den hier. Okay. Mal seine Verbrennkarte rausgelockt. So zahlig. Und dann haben wir auch das. Okay. Was hat die? Warte mal, da haben wir jetzt 8. Naja, das reicht nicht. Hm. Naja, muss ich einen von denen sperren, leider. Okay, jetzt habe ich nur noch so eine Quatschkarte. Boah, nochmal verbrennen. Ich bin am Zug, na toll. Tja.
ein, zwei Sachen hier rauslocken können bei ihm. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich schönes Wetter mache, dann haue ich mir ja alles weg. Der hat noch 4 Karten. Da wird er ja drüber kommen. Das wird eng. Sehr gut. Oh, das war knapp, ey. Das war knobbig. Achte auf deine Manieren. Sei gegrüßt. Ach ja. Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So. Ich will Karten spielen. Oh, na komm. Dann spielen wir auch noch gegen den. Oh, das ist nice. Der ist gut. Extrem dichter Nebel können wir erstmal lassen. Boah. Okay. Boah, ist nicht die beste Starthand. Auch nördliche Königreiche. Okay. Dafür haben wir schon eine Finte. Das war mal gut. Okay. Gönne ich ihm. Keine Ahnung. Okay. Haben wir auch Pech gerade beim Ziehen. Ah. Jetzt auch 8. Hm? Ja, von mir aus kann er die Runde haben. Mal gucken. So, so.
Wieso hab ich denn jetzt die Runde gewonnen? Achso. Hat er nicht weitergemacht. Ich dachte, da kommt noch was. Nice. Das sieht doch gut aus. Nice. Der ist perfekt. Zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner mindestens 10 beträgt. Jawoll. Mega gut. Müssen wir ihn jetzt nur ein bisschen triggern, dass er da noch alles rauspumpt. Dann können wir ihm alle Nahkampfeinheiten auf einen Schlag können wir ihm wegmanieren. Achso, die Stärke, okay. Schade, ich dachte alle. Aber gut. Okay. Oh, stört uns ja jetzt wenig. Oh gut, dann soll er machen. Wir haben jetzt noch 6 Karten und er hat 2. Auslocken, da er noch so hat. Und letzte Karte. Gucken. Na, schönes Wetter. Na, sehr gut. Tippitoppi. Zack. Vernichtend geschlagen. Sehr gut. Hat ja gerade so funktioniert. So. Bevor ich es jetzt wieder vergesse, erstmal ziehen wir hier unsere Rüstung wieder an. So. Erstmal wieder in bequeme Klamotten geschlüpft. Das ist eine Chaos, finde ich. So. Tippitoppi. Sind wir jetzt auch mal alles losgeworden? Das ist schon mal gut. Genau. Quest haben wir ja markiert. Dann können wir da mal hin. 37 von 220. Okay. Ja, da können wir ja einiges aufnehmen wieder. Das sollte passen. So. Ich bin mal kurz ganz schnell auf Toilette. Thank you.
So. Juti. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir jetzt dazu gekriegt für eine Quest? Hier ist es auf jeden Fall nicht dazu gekommen. Ah, hier. Das vom Turm. Okay. Einfach so. Du wirst in Ketten verschmachten! Du wirst in Ketten verschmachten! Geh mir aus den Augen! Wir leben anständige Leute. Dürften ja nicht mehr böse auf mich sein, glaube ich. Ja. Toll, diese Schwerter, aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Tipito. Was hat der? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Nein. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Ist ja nichts wirklich da, das. Okay, nehmen wir die beiden mit hier. Ist jetzt nichts Tolles. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwind mit dir spielen. Jo. Na dann los. Das ist ein Belagerungsturm. Guck mal. War irgendwas, was niedriger ist? Ziehen wir den nochmal dreimal? Nö. Lagerungsturm hört sich ja zwar gut an, aber brauchen wir jetzt so nicht. Okay, den haben wir wieder, der ist nice. Einzeln. Seiner Hand. Alle aus dem Deck gekommen. Da. Wieder nichts aus seiner Hand. Heftig. Wir leben uns wieder beleben hier. Das ist ja schon mal gut.
Den kann ich auch, du, den kann ich auch. Die goldene kann er nicht zerstören. Wetter. Bam. So, jetzt soll er mal mit zwei da drüber. Ah. Okay. Ah, haben wir geschafft. Nice. War aber wieder knapp. Ah, die sind echt gut, muss man ja sagen. Ja, wir hatten jetzt auch Pech. Unsere ganzen Kombinationen und so konnten wir gar nicht so ausspielen, wie wir wollten. Oh, hier ist noch ein Tavernenwirt. Er hat vielleicht noch Karten. Wir lösen unsere Probleme selbst. Du hast genug. Geh nach Hause. Wer zum Teufel bist du, dass du... Hey, Fremder. Etwas Abwechslung gefällig? Ein Getränk? Welche Art von Abwechslung meinst du? Wie? Na, Bier, Met und Schnäpse? Was erwartest du in einer Taverne? Seilspringen? Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber es muss weit weg sein. Zeig mal, was du auf Lager hast. Nice, hat er wieder. Gewinnkarten. Und der hat Kirschlikör. Stück. Kann ich mal das ganze Bier verkaufen hier. Ah, wir haben so viele Sachen, ey, die wir auch essen können dann. Sonstiges haben wir nicht. Wissen wir ja, wo wir Kirschlikör kriegen. Was sagst du bei zu einer Leute? Partie Gwent? Muss ich mir nur merken. So, können wir jetzt... Monster können wir doch bestimmt jetzt auch mal spielen, oder? Moment. Bestmind. Krabbspinne. Hier. Cool. Eine Harpie. Finde den Rechner kann. So. Müsste dann Mume oder Bäuerin sein wahrscheinlich. Genau, Mume. Ja. Die haben wir ja auch schon. Was haben wir hier? Erdgenius. So. Hä? Wie mache ich denn eine Karte entfernen? So. Auch wieder so. Kommt noch einmal schönes Wetter rein. So. Okay. Fehlen uns noch ein paar Monster. Goyatel hätten wir. 22. Die so gut sind. Ich glaube, ich bleib bei denen.
wollte noch bei dem Anführer gucken. Oh gut. Die Schmerzen. Die sind gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, da können wir tatsächlich den Dinger hier wegnehmen. Okay. Von allem eins. Nochmal schauen. Ja, Dinge, die da jetzt kommen. Okay, Finte und die Wesemir haben wir. Nice. Den können wir dann auch wiederbeleben. Das ist gut. Nice, Alter. Hier pushen wir uns erstmal eher die besseren Karten. Sind. Ja, 13 Karten. Ja, haut er noch hin raus oder lässt er Dude sein? Ne, haut er noch raus. Falter. Okay. Guter Start. Das ist gut. Okay, der Gegner passt schon. Wesemir, so. Wesemir hilft uns nicht mehr wirklich. Und den Acht habe ich ungern spielen. Ich muss so viel spielen, leider. Mit einfach Geralt und Ciri in seinem Deck, ey. Läuft ja bei ihm. Okay. Mm-hmm.
Okay. Doppelt bringt wohl nichts. Boah, das ist schwierig zu spielen, ey. Aber auch krasse Karten, ey. Unser Typ. Scheiße, was? Hat einfach mehr Karten, um die auszuspielen. Da komme ich nicht ran. So ein Mist. Oh, da hat er jetzt einfach mehr Karten gehabt. Bist du taub? Nicht schlecht. Nee. Nur keine Schüchtern. Ich will seine Karte haben. Was sagst du zu... Aber es ist schon heftig, also das war eine krasse Partie, muss ich sagen. Schade. Hätte lieber Yennefer oder so gehabt noch irgendwas zum Wiederbeleben. Ah, oh, das ist natürlich ärgerlich. Sehr viel Pech beim Ziehen jetzt. Was er noch für so eine Combo raushaut.
Kommt auch noch eine Karte. Ich hoffe, die hilft ihm jetzt nicht. Ich hoffe, er ist jetzt dran. Jawohl. Ah, nein. Warum das denn? Noch zwei Karten. Ich hoffe, es sind Sonderkarten und nichts Monstermäßiges. Jawoll. Glück gehabt. Alter Falter, ey. Boah, das war aber knapp. Ja, als auch hin, das Fial eine ganze Herde den Göttern, damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug. Aber das war ja schon krass jetzt. Muss ja wirklich sagen. Das war jetzt, ja. Anstrengend. Cool. Hallo.